Hallo zusammen, ich bin's, eure Frau Knapp aus dem Kindergarten. Heute mit Judith zur Verstärkung. Weil nämlich Musik machen alleine, das ist echt ganz schön schwierig und deshalb bin ich froh, dass die Judith mit dabei ist. Und wir sind heute wieder im Bastelkeller. Ja, wir vermissen euch und wir vermissen die Musik mit euch. Und wir bringen jetzt einfach die Musik von hier zu euch nach Hause. Wir fangen an mit Echo-Kinder. Erinnert ihr euch? Das ging immer so. Ich habe gesagt, hoch, was ich euch jetzt mal mach. Echo-Kinder machen's nach. Ich, hoch, was ich euch jetzt mal mach. Echo-Kinder machen's nach. Hoch, was ich euch jetzt mal mach. Echo-Kinder machen's nach. So geht das Lied und dann habe ich was gespielt. Oder letztes Mal haben wir was geklatscht. Heute haben wir ein paar Instrumente. Also ihr könnt wieder eure Kochlöffel holen oder eure, ja, was ihr zu Hause findet, was ihr halt als Instrumente hernehmen könnt. Wenn ihr nichts habt, dann klatscht einfach oder patscht einfach, ja? Okay. Hoch, was ich euch jetzt mal mach. Echo-Kinder machen's nach. Jetzt mal mach. Echo Kinder machen's nach. Oh, was ich euch jetzt mal mach. Echo Kinder machen's nach. Jetzt mal mach. Echo Kinder machen's nach. Dieses war der Echo Spaß. Ist für alle Kinder was. Dieses war der Echo Spaß. Ist für alle Kinder was. Dieses war der Echo Spaß. Ist für alle Kinder was. Genau, unser Echo-Lied. So, dann könnt ihr eure Instrumente weglegen, falls ihr welche hattet. Ich nehme es einfach aus der Hand. Und wir singen Angebrannte Bohnen. Vielleicht erinnert ihr euch dran, dass wir das schon mal gemacht haben. Ich singe es euch mal vor und dann singt ihr einfach mit, wenn ihr es kennt oder hört es euch an. Angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht, mag ich nicht. Angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht. Ich auch nicht. Ja. Ganz einfach. Also angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht, mag ich nicht. Angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht. Klatsch mal auf eine Oberschenkel und sprecht mal mit. Angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht, mag ich nicht. Angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht. Mit singen. Angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht, mag ich nicht. Angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht. So, und jetzt tanzen wir dazu. Wir tanzen hier auf unserem Stuhl. Wenn ihr zu mehreren seid, dann tanzt ihr zu viert oder zu dritt oder einfach nur zu zweit. Ich mach mal das weg. Wir tanzen so und wir singen. Angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht, mag ich nicht. Angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht. So, jetzt komme ich dran und ich sag, lieber mag ich Kaiserschmarrn, lieber mag ich Kaiserschmarrn. Und jetzt sagt ihr und zeigt hin, lieber isst sie Kaiserschmarrn, lieber isst sie Kaiserschmarrn. Das schmeckt gut. Angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht, mag ich nicht. Angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht. Was isst du lieber? Lieber.
Lieber esse ich Apfelstrudel. Musst du klatschen? Lieber esse ich Apfelstrudel. Nochmal. Lieber esse ich Apfelstrudel. Alle. Lieber ist die Apfelstrudel, Apfelstrudel, Apfelstrudel. Lieber ist die Apfelstrudel. Das schmeckt gut. Angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht, mag ich nicht. Angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht. Lieber esse ich Apfel, lieber esse ich Apfel. Lieber ist sie Apfel, Apfel, Apfel. Lieber ist sie Apfel, das schmeckt gut. Angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht, mag ich nicht. Angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnen, angebrannte Bohnensuppe mag ich nicht. Was magst du lieber? Lieber esse ich Chips. Was, Chips? Chips. Lieber esse ich? Lieber esse ich Chips. Lieber isst die Chips. 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 Lieber isst die Chips. Das schmeckt gut. Okay, und dann könnt ihr euch noch ganz, ganz viele Sachen überlegen. Einfach klatschen und dazu tanzen. Vielen Dank, dass ihr hier wieder hinsetzen. Weil heute ist es nämlich Zeit, dass wir endlich mal wieder was mit Geheimsprache machen. Eigentlich wissen ja nur wir das. Und heute erfahren das mal ganz viele, wie das mit der Geheimsprache so ist. Und zwar, ich habe hier einen Ordner mir geschnappt von einem Kind, von Moritz. Und als allererstes müssen wir, das Geheimsprachelied, erinnert ihr euch, das geht so. Psst, geheim, psst, geheim. Niemand darf es weiter sagen. Psst, geheim, psst, geheim. Auch wenn Leute noch so fragen. Niemand darf es weiter sagen, auch wenn Leute noch so fragen. So geht unser Lied. Macht mal mit und singt mal mit. Du kennst es noch nicht, also einfach mitmachen. Okay. Psst, geheim, psst, geheim. Niemand darf es weiter sagen. Geheim, psst, geheim, auch wenn Leute noch so fragen. Niemand darf es weiter sagen, auch wenn Leute noch so fragen. So, und ich habe euch heute mal was mitgebracht. Alle wissen, dass ich das so sehr liebe. Und man soll auf jeden Fall gerade Sachen machen, die man ganz, ganz gerne hat. Und ich mag am allerliebsten Fahrrad fahren. Ja, das ist ein Fahrrad, seht ihr das gut? Wir klatschen mal zusammen Fahrrad. Fahrrad. Nochmal. Fahrrad. Und jetzt bin immer nur ich dran. Und ich sag, Fahrrad heißt bei uns. Und jetzt darfst du mir sagen, was du gehört hast, weil du kennst die Geheimsprache schon. Und du kriegst vielleicht eine Idee davon. Ich mach mal nochmal. Fahrrad heißt bei uns. Ta, ta. Sehr gut. Zusammen. Fahrrad heißt bei uns Tata. So, jetzt weiß ich nicht, ob ihr es dann noch gut sehen könnt. Jetzt lege ich das auf den Boden, weil ich wahrscheinlich seht ihr es nicht. Also das Fahrrad liegt jetzt unten auf dem Boden. Und jetzt müssen wir quasi die Geheimschrift dazu aus dem Ordner suchen. Jetzt klappe ich den Ordner auf. Und jetzt brauchen wir ein Tata. Ist das ein Tata? Tata. Auf gar keinen Fall. Ist das ein Tata? Ja. Ja? Was meint ihr? Wir kontrollieren es. Finger auf die erste Note. Vielleicht habt ihr auch Lust, euch zu Hause die Noten zu machen. Ta. Fahrrad heißt bei uns Tata. Nochmal zusammen. Ihr klatscht. Klatscht mal. Fahrrad heißt bei uns Tata. Sehr gut. Das heißt, jetzt hole ich das Tata raus. Jude zeigt. Und jetzt kommt das Fahrrad, das Tata unter das Fahrrad. Und so liegt es jetzt auf dem Boden. Gut. Und jetzt geht's wieder los mit unserem Geheimsprachlied. Sing gut mit, richtig laut mitsingen. Psst, geheim, psst, geheim. Niemand darf es weiter sagen. Psst, geheim, psst,
geheim, auch wenn Leute noch so fragen. Niemand darf es weiter sagen, auch wenn Leute noch so fragen. So, jetzt komme ich mal näher, weil jetzt bin ich gespannt, ob ihr das seht, was das ist. Richtig, das ist eine Straßenbahn. Wir klatschen mal zusammen Straßenbahn. Straßenbahn. Nochmal. Straßenbahn. Nur ich bin dran. Straßenbahn. Fest bei uns. Ich mach's nochmal. Straßenbahn heißt bei uns. Judith. Titita. Titita. Könnte die Judith recht haben? Mal schauen. Straßenbahn heißt bei uns Titita. So, jetzt müssen wir den Titita natürlich suchen. Haben wir hier einen Titita? Titita? Nein. Nein. Ist hier vielleicht ein Titita? Ja. Du glaubst ja? Ja. Titita. Lies mal, Straßenbahn. Straßenbahn. Genau. Straßenbahn heißt bei uns Titita. Sehr gut. Die Straßenbahn. So, jetzt liegt hier das Fahrrad, die Straßenbahn und dann schauen wir mal, was ich noch so habe. Psst, geheim, psst, geheim, niemand darf es weiter sagen. Psst, geheim, psst, geheim, auch wenn Leute noch so fragen. Niemand darf es weiter sagen, auch wenn Leute noch so fragen. Ich komme mal wieder ran. Können Sie das gut sehen? Das ist ein Bagger. Klatsch mal Bagger. Bagger. Nochmal. Bagger. Alle. Bagger. Nochmal. Bagger. Nur ich bin dran. Bagger heißt bei uns. Nur ich war dran. Nochmal. Bagger heißt bei uns. Tata, Judith hat schon gewusst. Gell? Die ruft auch raus, wenn man es nicht soll. So, jetzt müssen wir natürlich das Tata suchen. Ist das ein Tata? Nein. Nein, Tata. Ist zu lang. Ist das ein Tata? Ja. Ja, wir testen wieder. Bagger heißt bei uns Tata. Super. So, jetzt liegen da schon drei Sachen drunten. Großartig. Noch ein Moritz-Magnet stehen. So, Fahrrad, Straßenbahn, Bagger. Psst, geheim, psst, geheim, niemand darf es weiter sagen. Psst, geheim, auch wenn Leute noch so fragen. Niemand darf es weiter sagen, auch wenn Leute noch so fragen. Was siehst du? Krankenwagen. Seht ihr es auch? Genau, der Krankenwagen. Judith, klatsch mal Krankenwagen. Krankenwagen. Nochmal. Krankenwagen. Alle zusammen. Krankenwagen. Nochmal. Krankenwagen. Nur ich bin drin. Ja doch. Krankenwagen heißt bei uns. Was glaubst du? Darf ich jetzt wieder? Ja. Titi. Ja, habt ihr es auch gewusst? Zusammen. Krankenwagen heißt bei uns Titi. So, jetzt müssen wir natürlich das Titi noch finden. Ganz vorne. Ganz vorne. Da ist das Titi. Ich lese mal. Oder Judith, liest du mal. Mach mal. Krankenwagen. Genau. Krankenwagen heißt bei uns Titi. Super. Großartig. So, jetzt haben wir hier eine ganze Linie mit lauter Sachen. Und jetzt wollen wir das Ganze klatschen. Das erste war das Fahrrad, dann kam die Straßenbahn, dann kam der Bagger und zum Schluss der Krankenwagen. Okay, dann klatschen wir mal alles der Reihe nach. Achtung, jetzt geht's los. Fahrrad, Straßenbahn, Bagger, Krankenwagen. Mitsprechen? Ja. Achtung, jetzt geht's los. Fahrrad, Straßenbahn, Bagger, Krankenwagen. So, jetzt wäre es vielleicht gut, Judith, du könntest mir helfen, weil das die Kinder das gut sehen.
Halten. Wenn du die 2 hältst. So, jetzt klatschen wir. Wenn du es halten kannst, aber es geht nicht. Nee, kann nicht. Aber die Kinder sollen. Also du hältst jedes einzeln hoch. Okay. Ja, dann machen wir es so. Nee, Stapel so. Genau. So, wir machen der Reihe nach. Alles, was jetzt am Boden lag, lesen wir hier. Ja? Ihr klatscht und sprecht dazu. Achtung, jetzt geht's los. Ta, ta, ti, ti, ta, 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 ti, 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 ti. Könnt ihr es auswendig? Habt ihr es euch gemerkt? Achtung, jetzt geht's los. Ta, ta, ti, ti, ta, 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 ti, 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 ti. Boah, das war ganz schön viel. Super. Ich hoffe, ihr habt euch daran erinnert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sagen Servus, ciao, auf Wiedersehen. Es war mal wieder wunderschön. Also bis zum nächsten Mal bei uns im Bastelsaal. Hoffentlich. Und was ich noch dazu erzählen möchte, das ist, diese tollen Sachen, die hat sich Peter Schumann und Pierre van Hauwe überlegt. Und ich hatte mit dem Peter auch gesprochen. Der hat mir auch erlaubt, dass ich das euch per Video schicken darf. Gell? Weil es gar nicht so einfach alles so euch per Video zu zeigen, weil man das eigentlich nicht so darf. Und das ist ganz nett von dem Peter, dass er gesagt hat, nein, mach das, die Kinder sollen meine Musik haben. Also vielen Dank auch an den Peter, falls er sieht. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.